Bro. Was haben wir vor, Johann? Wir gehen jetzt zum Asiamarkt. Zum XXL Asiamarkt. Wer ist kein Fruit Bro? Da gibt es ja auch kein Brot. Wir werden eskalieren, habe ich schon angekündigt. Justus meinte, bitte haltet euch zurück. Nein. 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 Wir nehmen dich mit. Viel Spaß. Alle anderen sind auch mit dabei. Ja, so viele Kinder, ne? Es wird schon klappen. Hallo und willkommen im XXXXL Asiamarkt. Ist ein bisschen kühl. Geht jetzt rein. Johann holt noch die Körbe. Sind sie? Ja. Anastasia ist gerade eingeschlafen im Auto. Ihr könnt da schon mal reingehen. Ja, aber... Die frierenden Mädchen. Deswegen bleibt Justus noch mal kurz. Oder holt sie jetzt. Wir auf die Hälfte des Wagens mit Rahmen. Und die andere Haben Rahmen. Wir nicht noch Rahmen? Hä? Haben wir nicht noch? Ja, haben wir doch noch ein bisschen, ne? Aber wir können mal nach anderen Sorten gucken, okay? Ja, ja. Los geht's. Schauen wir mal. Ach, guck mal, geht das schon? Ne, das sind nur schon leere. Ja, warum? Weil er zwei Dinger hat. Zwei Nöbbels, ne? Ja. Haben wir so viel gelernt in Thailand, krass. Also thailändische Elefanten, also asiatische und afrikanische, kann man super auseinanderhalten. Und zwar nicht nur die Merkmale, die man sonst so weiß und kennt, sondern viel mehr. Und hier ist ja auch so ein Mini-Altar, den kennen wir doch auch. Guck mal, hier ist das Parkticket. Ja, das ist ein Elefant. Ich glaube, da brauchen wir aber Geld. Ja, das ist nicht angeschlossen. Brauchen wir da Geld? Komm, dann nehmen wir den. Nein, der geht nicht, der ist hier fest, Johann. Den kann man nicht nehmen. Wir müssen doch Geld reintun. Guck mal, beim zweiten ist kein Geld. Ja, das bringt uns ja nichts. Wir brauchen ja. Wow. Ach doch, warte mal, dann nehmen wir den raus. Und dann nehmen wir den. Ach nee, der ist ohne. Der ist ohne. Komm, den können wir so nehmen. Cool. Nein? Bist du zum ersten Mal hier, klar? Ja. Brauchen wir zwei Wagen oder einen? Meinst du? Aber wir wollten doch gerne eskalieren. Wir möchten gerne nicht eskalieren, wir wollen nur das kaufen, was wir brauchen. Ja, wir wollen jetzt eskalieren. Komm. Alles, was wir das letzte Mal gebraucht haben, ist weg. Johann, der Wagen muss da. Oh, ich bin so aufgeregt. Okay. Komm. Oh, das sieht doch schon lecker aus. Oh ja, Clara. Hier ist sogar alles voller Nudelsuppen. Guck mal da hinten. Wow. Krass, ne? Boah, ja. Oh, mein Lieblingsmarkt. Ich liebe es hier. Guck mal, hier wollen wir den Nudelsuppe wieder mitnehmen. Haben wir nicht mehr? Wir haben noch ein paar. Aber das ist doch hier meine Lieblingssorte. So ein Karton? Du, einen Karton, hat Papi gesagt. Ein Karton. Und dieses zweimal schaffen wir oder so. Nein, wir nehmen nie zweimal schaffen. Wir nehmen immer das Stew-Teil. Oh ja, ist das richtig? Ja, ne? Ja, Stew-Teil. Yes. Aber ich glaube nicht, wir haben keinen Platz. Kannst du das unten? Ja, bitte unten rein. Ja, unten haben wir noch Platz. Dann eine Liebesnudelsuppe. Oh ja. Wenn man die isst, ist man ganz verliebt. Ach, Gott. Oder wir holen einfach einen zweiten. Gut, also geht's nicht. Vielleicht holen wir einen zweiten Wagen. Nein, wir tun das jetzt hier oben hin und dann ist es gut. Halt mal fest den Wagen. Andere Sorten, also wir haben auch immer mal wieder probiert, ne? Aber irgendwie... Das hier soll ganz lecker sein. Soll? Mit Hot Chicken und Käse. Ich mag dieses Käsezeug nicht. Oder wir holen uns erstmal nur einen davon, weißt du? Nicht gleich so eine ganze Packung. Das ist doch für Bubble Tea, Johann. Hm? Das ist doch für Bubble Tea. Ja, aber es ist richtiger... Tapioca-Perlen. Tapioca-Perlen. Brauchen wir die, Johann? Brauchen wir die? Ready in 5 minutes. Das hört sich gut an. Wirklich? Und steht da drauf, was man machen muss? Wie macht man die denn, Johann? Man tut sie in Wasser. Eingetränkt. Man tut sie in Wasser. Ja. Nein. Okay, das schaffen wir. Das schaffen wir, Leute. Was machst du da? Nein, du bist kein Food Bro. Ja. Nein, bist du nicht. Du gehörst nicht zum Team. Ja, hier gibt es auch kein Brot. Das ist das Food. Kein Brot. Oh, das sind doch unsere, unsere Reisdinger. Johann, wollen wir sowas mal probieren? Das sieht doch ganz gut aus hier. Style. Ja! Nehmen wir mal mit, ne? Man muss ja auch mal Neues probieren. Guck mal, da ist das Mochi. Da ist Curry drin in diesem. Eis, Mochi-Durian-Eis. Haben wir die Soße noch, Johann? Nee. Die ist so lecker. Mami, die gibt's nicht einzeln. Die ist so lecker. Die gibt's nur in diesem Pack. Isst du die denn? Ja.
Ich habe die gehört, die sollen richtig lecker sein. Okay, dann. Dann müssen wir sie wohl mitnehmen. Oh, wir müssen auch noch unbedingt. Aber das ist nur die Soße jetzt. Wir müssen noch Rice Cakes mitnehmen, Johann. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber wollen wir die Soße auch mal mitnehmen und probieren? Ja, gerne. Warte mal, da gibt es jetzt eine Sweet. So Rice Cakes machen als Snack. Wir brauchen ganz viele Gnocchi-Pilze. Welche Soße? Die scharfe oder die Sweet? Spicy. Ja? Ja. Einfach darunter mischen. Okay, das schaffen wir. Extremely spicy. Also sie ist schon scharf, aber ja, ist trotzdem lecker. Komm, wir nehmen eine mit noch. Durian. Durian. Ich weiß nicht. Papi, nehmen wir Durian mit? Tiefgekühlt? Oder wollen wir mal gucken, ob die frische haben? Ich würde gerne frische bestellen. Bestellen? Ja. Aber dann gibt es doch wieder Ärger beim Paketdienstleister. Ganz viele verschiedene Pockys. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch im Trend sind. Sind mal ganz nett, auch mal ganz lecker, aber ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht so mega, dass ich es jetzt immer unbedingt haben müsste. Guck mal, das sieht ja lustig aus. So wie ganze. Weiß nicht, was sind das? Chicken Toy. Keine Ahnung. Chicken. Hä? Das ist lustig, was? Chips. Sieht aus wie Chicken. Oh, süß und würziger Tintenfisch. Okay, das hätte man jetzt so gar nicht erkannt, oder? Nee. Ach doch, das ist doch ein Tintenfisch. Aber irgendwie habe ich das nicht verstanden. So Jackfruit-Chips gefunden? Oh, nee, noch nicht. Aber wir haben doch Durian jetzt mit. Doch. Guck mal, ganz helle. Du konntest doch nicht verzichten. Ja, ich konnte nicht verzichten. Aber die müssen wir heute Nachmittag essen. Ja? Müssen wir heute schon Damit essen? Wenn wir zu Hause sind, essen. Okay. Wir kriegen ja noch Gäste, die vier Jahre miteinander. Oh, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los mit Gyoza, diese gefüllten Teigtaschen. Okay. Man muss aber die richtige Sorte finden. Es schmecken auch nicht alle gut. Kimchi-Dumplings. Johann weiß, was er sucht. Hier hatte ich das letzte Mal. Sicher? Johann, zeig doch erst mal, bevor du hier fünf Packungen rausholst. Was bist denn du hier? Bitte. Alle? Xiaolongbao. Nicht alle. Bist du verrückt? Doch. Okay, ich teile nicht mit dir. Genau, das ist ja das Problem. Ja, wir haben jetzt vier Packungen. Ja, das ist richtig aber gutes und, Zeug. Ja, das gute Zeug richtig ist das. So. Okay, meine Hauptaufgabe ist das. Das sind jetzt diese koreanischen Styles. Würde ich auch gerne mal ausprobieren. Glutenfrei? Naja, glutenfrei muss nicht sein, aber. Die haben wir schon, ne? Die hatten wir da vorne schon mitgenommen. So. Nur. Das ist also vegetarisch. Peking Ente? Das haben vegetarisch. Wir auch gemacht. Das ist vegetarisch. Und dann tut mein Sohn das da gleich erstmal zurück. Das ist vegetarisch, Mama. Hast dich vergriffen. Mami, was mit dir? Darf ich die auch einpacken? Du darfst alles einpacken, mein Schatz. Aber warum? Warum sind die denn alle so vegetarisch hier? Die Mandeln, warum sind sie immer so vegetarisch? Weiß das jemand? Okay, mein größtes Ziel habe ich schon mal erfüllt. Die ganzen Getränke, Mami. Ja, da gucken wir auch noch gleich, genau. Ach, guck mal, wie süß das ist. Aber ich muss ehrlich sagen, die finde ich nicht lecker. Die finde ich mir auch ganz oft in so einem Asia-Restaurant, werden die so angeboten. Sind dann auch nur tiefgekühlt hier gekauft und dann einmal warm gemacht. Sind nie selber gemacht. Ich finde die nicht so lecker. Hier findet man auch immer im Asia-Restaurant. Ja. Das sind ja Scheren. Ja, das sind Scheren. Aber das Fleisch ist ja immer nur so. Das ist Fleisch. Mehlig. Das sind Fischcakes. Das ist alles jetzt Fischcake. Wo ist mein Lieblingsfischcake? Sind das die hier? Nee. Ja, doch. Ja? Sind doch die sind hier, so ein ne? bisschen gefüllt. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Sojasauce haben wir ja schon. Oh, Papi. Noch ein bisschen Sesam. Das ist ganz toll zum Kochen. Guck mal, hier kommt doch jemand auf seine Kosten, obwohl er meinte, da brauchen wir doch nicht hinfahren. Sesamöl muss immer der dunkle sein, weil der ist aromatisch. Der helle, der riecht nach nichts, schmeckt nach nichts. Ich weiß gar nicht, warum man den überhaupt verkauft. Das muss immer der angeröstete sein, weißt du? So, die Farbe muss es haben. Die ich in der Hand hatte? Ach so, ja. Nein, du hattest die helle in der Hand. Nee, die hast du mir ja gerade aus der Hand genommen, nicht? Sojasauce haben wir? Ja, nicht ganz. Achso, ich brauche noch mehr Soße. Außer Soße hast du auch schon? Ja. Ach, guck mal, dieser Profi. Ja, nee. Ich hab diesen deutschen Mann, Leute, diesen deutschen Mann habe ich zu einem richtigen Asia-Fan ja, gemacht. Von Graubrot-Toast zu Marschhuhn. Du meinst Weißbrot-Toast, noch schlimmer. Nee, Weißbrot habe ich ja erst gegessen, seitdem ich dich kennengelernt habe. Weil du wolltest ja meinen Graubrot-Toast nicht essen.
Okay, gut. Das ist jetzt eine Diskussion, die dauert länger. Wenn wir Kimchi sehen, dann müssen wir das auch einpacken. Der Kimchi, den wir zu Hause haben, ist nicht so lecker, weil er irgendwie so aufgeweicht ist. Die haben hier selbst gemacht, ne? Da hinten. Im Kühlschrank, da gehen wir gleich hin. Ja. Leute, wir müssen jeden Gang machen. Ja, ich weiß. Wir dürfen hier nichts verpassen. Wir beide. Also ich suche diese Premium Light Sojasauce. Premium Light Soße? Ja. Ich brauche aber auch die dunkle Sojasauce, ne? Die kaufst du immer nicht. Ja. Das ist die, nein, die Light brauche ich nicht. Ich brauche die dunkle, Justus, die dunkle Sojasauce. Hier, das ist die. Nee, das ist eine Mushroom. Ach so. Aber die hatten wir doch mit unseren Freunden da gekocht, oder nicht? War das nicht die da? Nee, wir hatten Austernsoße, vegetarische. Vegetarische Austernsoße gibt es auch. Also falls du vegetarisch bist, dann kannst du auf jeden Fall trotzdem asiatisch lecker kochen zu Hause. Fischsoße habe ich, glaube ich, noch. Wie brauchst du die hier? Zeig mal. Ach, die Mini-Flasche? Nein, die in groß. Nee, die haben wir. Ja. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt die normale haben wir gar nicht. Hier jetzt in groß, ja, genau. Wir haben jetzt Light, dunkel und normal brauche ich jetzt auch noch. Aber ich habe hier Lust, die Garnelen zu machen. Ja, das sage ich doch, die haben wir doch in Studienzeit. Haben wir immer eine Flasche Austernsoße oder Marschung. Austernsoße. Und dann Garnelen. Und dann ist das einfach so lecker schon. Mehr brauchst du da gar nicht, ne? Mhm. Ein bisschen Zwiebeln haben wir noch mit reingemacht, glaube ich. Stimmt. Mir läuft gerade das Wasser mit, oder? Oh. Ja, sehr lecker. OMG. Ramensoup, die kannst du hier einfach fertig kaufen, Justus. Das ist ja krass. Das ist sowas wie Sirup. Und dann einfach verdünnen mit Wasser und dann genau. Zutaten noch rein und dann... Lass es mal ausprobieren, zu Hause haben wir auch noch Nudeln, deshalb... Ist das 200. Ja, gut. Es besteht aus 200 Bestandteilen. 200 Bestandteilen, ja, das ist ja auch genau. Besonders ja, lecker. Ja. E621, E631. Justus, darauf darfst du nicht gucken. Du bist hier im Asiamarkt. Justus. Wir machen es mal so. Wir typisch Deutsche. Weil sie stehen im Asiamarkt und lesen sich die Zutatenliste durch. Das geht nicht. Was soll denn das jetzt? Gut, dann nehme ich dieses komische Puder. Das Puder nehmen wir da. Das ist bestimmt gesünder. Was hast du? Zeig. Was ist das? Oh, Bulgogi. Okay, wir probieren es. Aber du musst nicht gleich 5 Packungen mitnehmen, Junge. Das sind 3. Ja. Das ist zu viel. Mach mal eine. Wir probieren. 2. Wir machen doch auch immer riesige Portionen. Nein, Johann. Das ist auch geil hier. Das ist ja zum Dünnen, verdünnen, oder nicht? Okay, dann nimm 2 mit, okay? Könnte ja sein, dass es super lecker schmeckt. Überredet. Ja? Oh. Einmal das hier. Die super gesünden. Oh. Litschi. Ja. Das schmeckt gut, ne? Aber es ist immer ein bisschen sehr. Ungesund, meinst du? Egal. Oh ja, gerne. Mandarine. Die hier, muss ich ehrlich sagen, schmecken richtig gut. Vielleicht haben sie nur noch eine Sorte. Die mit dem Froschleich drin. Nein, das waren doch Basilikumsamen. Ja, ja, aber sah ja aus wie Froschleich. Die gibt's nicht mehr. Ja, komisch. Vielleicht sind die blind davon geworden. Ja, ich weiß es nicht mehr weiter. Auf. Oh mein Gott, nein, oh mein Gott. Achso, das ist ja witzig. Oh, oh mein Gott. Oh, aber noch. Ja, oh, abgepackt. Diese hier abgepackt. Gibt es nur 2 Packungen, Leute? Das ist mein Lieblingsmais, den habe ich in Thailand gegessen. Frisch. Und der ist so lecker. Gibt es noch mehr? Ja. Da gibt es noch mehr, Justus. Gibt's ja, noch mehr. Ja, ist gut. Wir haben 2 Packungen, alles gut. Ja. Jetzt 4 Euro nur. 4 Euro eine Packung. Aber hier steht das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen. Deswegen bin ich wieder. Kein Problem für mich. Justus, ich hab's fast vergessen, die zu kaufen, weißt du? Wie krass. Oh, ich muss mal meine Liste angucken. Da stehen noch viel mehr coole Sachen drauf. Du hast eine Liste gemacht. Meine ganze Community weiß, dass ich ein Listenmensch bin. Und du bist überrascht darüber, dass ich eine Liste gemacht habe. Ja, ich mache ja keine Liste. Oh mein Gott, Justus, ich bin gerade so glücklich. Kommst du mit einmal Gemüse holen? Das steht auf meiner Liste. Asiamarkt. Okay, das steht auf meiner Liste. Okay, was haben wir schon alles? Rice Cake Platten klein. 2 Kisten scharfe Nudelsuppe. Ich habe sogar 2 Kisten aufgeschrieben. Neue Sorten testen, ja. Eine Kiste Kokosnuss. Stimmt, Kokosnuss müssen wir auch noch gleich mitnehmen. Ja. Kimchi, Durian, Mochi-Eis, Peking-Soße, Peking-Enten-Soße haben wir schon. Mais dunkel steht da, siehst du. Und wir haben es schon einfach geholt. Ich bin so happy. Ich bin auch glücklich. Ich habe noch drauf. Aber das hat ja auch schon alles... Essen? Ja.
Vielleicht können wir ja, wir haben ja 4 Tüten Schalungbaum. Das ist heute Abend und die anderen essen wir immer. Ich teile nicht mit dir. Und dann essen wir beide 2 Packungen halt. Ich teile nicht mit du dir. Du bist deine Ich teile nicht mit dir. Ich teile nicht mit dir. Guck mal, die sind da schon in der frische Abteilung. Stell dir vor, wir wären eben da nicht lang gegangen, das hätte ich verpasst. Guck mal, das wäre schlimm. Das sieht aber sehr. Ja, das sehen wir jedes Mal hier und das ist komisch. Vegetarische Ente. Und Papa muss übertreiben. Habe ich aber auch auf meiner Liste stehen, Mami, die Kokosnüsse. Du brauchst keine Liste. Mami, das ich brauche eine Liste. Das ist doch dein Tofu vom Chinesischen immer in deinen Dip machst. Das ist die Soße, ne? Ja, genau. Das ist die Soße. Oh, guck mal, jetzt muss aber Papi übertreiben mit 2 Kisten Kokosnüsse, frische Kokosnüsse. 2 Packungen Mais und 2 Packungen. Ja. Wir sind 6 Personen, Kisten. Da gehen die Kokosnüsse schnell weg. Oh mein Schatz, du bist so süß. Mami, da gibt's Reisgeld. Ja, okay, dann gehen wir jetzt. Ja, ihr seid jetzt. Hört auf mich zu hetzen, ich bin so aufgeregt. Auf Mamis Arm. Okay, dann gucken wir jetzt so. Aber jetzt gehen wir in die frische Abteilung. Leckeres, frisches Gemüse, was es im normalen Supermarkt nicht gibt. Die richtig dicken, weißt du? Nee, die dicken bleiben nicht. Aber die hier. Du hast doch gesagt, die sind die Scheibigen. Die hier, die sich noch an. Es gibt die Scheibigen. Die Scheiben sind auch lecker. Weil die auch, glaube ich, Scheibige auch. Ja, die sind auch sehr lecker. Noch besser, aber denke ich mal. Okay, ja, stimmt. Ja, ich bin mir auch. Okay. Wir fangen vor. Es riecht hier nach Durian, Justus. Ich riech das doch. Hier riecht es nach Durian. Oh mein Gott, Justus! Ich wusste es, ich musste nochmal nach meiner Nase gehen. Justus. Also frische Durian. Frische Durian. Aber wir müssen gucken, letztes Mal hatten wir die waren noch nicht so ein bisschen, waren noch unreif, weißt du noch? Ja, aber wir müssen aufpassen, wenn die richtig eklig werden, meinst du? Oh, ich gehe nach meiner Nase und finde Durian. Bin ich nicht ein Pro? Nein. Mami ist kein Pro. Okay, frische Durian im Asiamarkt. Ich bin im Himmel. Es stinkt. Ja, ich bin hier nur lang gegangen, weißt du, und dachte, ich sag Durian. Es riecht nach Durian. Du riechst es auch, ne? Guck mal, Elisa ist auch schon Profi. Sie war auch in Thailand, weißt du? Sie kennt sich schon aus. Wollen wir die auch mitnehmen? Ja. Nehmen wir auch mit, ne? Ich habe ja an die Gelben gewöhnt. Ich freue mich richtig auf die Durian jetzt. Oh. Und auf die Kokosnüsse. Ich habe ganz vergessen, dass es Kokosnüsse. Hühnerfüße, oder? Hühnerfüße eingelegt. Und vor allen Dingen ohne Knochen, ne, Johann? Mega. Schweinefüße auch schon fertig zubereitet. Oh, Justus. Nee, das letzte Mal hast du das nicht letzte Mal. Ich weiß aber, es war so lecker. Nee, das letzte Mal war. Was ist das jetzt? Das ist ja so wie Kimchi, aber Radish Kimchi. Was ist denn? Das explodiert ja gleich. Ich habe Angst. Das fermentierte immer, weißt du? Das fermentierte. Ja, das explodiert. Oder wir nehmen einfach das und das ist dann normal. So soll es normal aussehen? Welchen sollte man nehmen? Wir nehmen nicht solche Packungen, die sind so schlecht zu verschließen. Das mag ich nicht. Ah, guck mal, das möchte ich mal probieren, Justus. Ist das okay für dich? Oder ist das okay? Hallo. Das ist auch so eingelegtes Zeug. Ich liebe ja so eingelegtes Zeug. Lecker. Egal ob Kimchi. Ich glaube, das ist dasselbe. Ja. Ginseng, Justus. Hast du gestern die Serie mit mir geguckt oder nicht? Ich bin ja gerade total wieder im K-Drama-Fieber. Ich dachte, gucken wir gerade King? Irgendwas mit King. Ja, Nancy guckt dich. King Hotel oder so. Und da ging es gestern um Ginseng und ich habe noch nie in meinem Leben eine Ginseng-Pflanze gesehen. Da siehst du mal, wie sehr diese K-Dramen auch bilden. Ja. Wofür ist ein Ginseng gut? Die sind ja auch super teuer, ne? Also wilder Ginseng ist quasi fast nicht zu finden. Wollte ich noch mal erzählen. Über mein Fachwissen. Das Gedächtnis? Ja. Achso, sagst du als Neurologe sogar? Oder ist das jetzt kein Arzt? Nee, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Für das Gehirn? Ja, weil die kannst du ja nicht als Medikament verkaufen, sondern das ist ja dann immer irgendein Ginseng-Extrakt für das Gedächtnis. Das Gedächtnis? Ja. Kann ich mir dann besser Sachen merken? Ja. Echt? Nein. Ja. Also, nein. Es ist jetzt nicht wirklich ein Wunderheilmittel. Ja, okay. Wir können damit keine Erkrankungen heilen. Also wenn jetzt jemand wie ich keine Liste braucht, ja, und einfach so die Sachen einkauft, die er sich gemerkt hat, und später das nicht mehr kann, dann soll er mal dagegen seine Wurzel essen. Ansonsten so eine Wurzel, einfach so. Oder die Dragees, die man kaufen kann.
Ja. Einmal packt schon? Ja. Die Riesenpackung oder wollen Sie erst mal? Oh ja, nee, die Riesenpackung. Okay. Ja. Kleiner Schatz. Koriander, frischer Koriander. Oh. Die sind ja richtig schön groß. Ach, gefunden, den Nudelpilz. Wie viele? Nein, nicht zu viel, Johann. Nur so viel, wie du essen willst. Machen wir heute Abend was Leckeres, Johann? Ja. Hast du nicht gesagt, ich soll nicht eskalieren, Justus? Was machst du denn da? Ja, nur die leckere Sache. Das ist so typisch. Dann sieht das jetzt hier so aus. Ja, nur die leckere Sache. Eieiei, so sieht das aktuell aus hier. Und hier nochmal mein Lieblingsmais. Ich sag dir, das ist der beste, leckerste Mais. Wenn du sowas noch nicht probiert hast, der schmeckt ganz anders als der hier in Europa. Der ist ganz butterig. Also wenn man den gekocht hat, ist er ganz butterig und ich liebe den Geschmack. Muss unbedingt probieren. Was hast du auf TikTok gesehen? Warte, ich komme. Diese Momente Soya Beans, wo man immer gezeigt wird, hast du das Video nicht gesehen? Dieses Lifehack, dass man ein Stäbchen nimmt und dann diese Folie da durchsticht. Das ist keine. Lass das mal ausprobieren. Ja, okay. Hab's zwar nicht verstanden. Ja. Ich zeig dir gleich. Gibt's da aber nur ein Dreierpack. Oh, ganz viele Garnelen, verschiedene Arten. Mit Köpfen, ohne Köpfe. Asiaten lieben das ja immer mit Köpfen. Wir haben genug. Auf zur Kasse. Mal gucken. Oh, du kannst schneller. Eieieiei. Guck mal, hier gibt es Teriyaki. Oh, meins war letztens nicht lecker. Das hatten wir hier im deutschen Supermarkt gekauft. Das war nicht lecker. Aber das ist es ja nicht. Nee. Das gibt's, ich glaube, sowas muss man echt im Asiamarkt kaufen. Chicken und Curry-Geschmack. Nee, Curry mag ich nicht. Dann mache ich für dich Teriyaki, ja? Oder willst du dann lieber doch die hier? Senfgemüse. Ja, ich nehme das Senfgemüse. Das mag ich ganz gerne. Hier gibt es auch Beef. Achso, das ist für Hotpot, das ist schon fertig geschnitten. Boah. Vielleicht können wir das auch für Bulgogi geben. Genau. Das nehmen wir für Bulgogi auch. Ja, das nehmen wir. Es ist schon ganz feine Scheiben geschnitten. Nein, wenn wir einen Asiaten bestellen, dann kriegst du meine ganzen Sachen mit. Ja, aber wir wollen ja Bulgogi machen. Ja. Ein Bulgogi, natürlich. Und guck mal, wo es mageres Fleisch ist. Ich glaube, das Fleisch ist mager. Komm, wir nehmen so eine Packung mit. Ist jetzt nicht so, als wären wir hier noch nie gewesen, aber jedes Mal, wenn wir wieder hierher kommen, ist es so. Warum gibt's alles ist so toll. Spam? Haben wir jetzt überhaupt Kimchi besorgt? Ja, haben wir doch diese Tüten oder nicht? Nein, die haben wir nicht mitgenommen. Fermentier. Nee, ich habe ja gesagt, ich will nicht die Tüten, ich will die in Dosen. Bei den Tüten kannst du sie nicht gut wieder verschließen. Dann lass mal gucken. Hey, jetzt haben wir gar kein Kimchi und was haben wir noch vergessen? Aber den XXL Rice Cake, den haben die hier nicht. Den esse ich auch so gerne. Den habe ich bisher nur in einem anderen super kleinen Asiamarkt gefunden. Komisch, dass sie den hier nicht haben. Aber habe ich auch vorher noch nie gesehen. So XXL, so richtig dicke. Jetzt sind wir im richtigen Gang gelandet. Kimchi, den mag ich ganz gerne, Johann. Und guckst du denn mal den kleinen hier? Dann nehmen wir eben. Ja. Wir essen halt sehr viel Kimchi. Ja. Das ist nach einer Mahlzeit weg. Ja. Mir ist kein Rettich, aber Spam nehmen wir mit. Spam. Okay.